In diesem Video zeige ich euch, wie Ina und ich das lila Haus geplant haben. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen in Schöner Garten. Mein Name ist Dana und heute dreht sich alles um das lila Haus. Ina und Armin haben im Dezember dieses Haus gekauft und es kann bald mit den Renovierungsarbeiten losgehen. Deshalb wollen wir heute schon mal die Raumaufteilung machen und die Raumkonzepte festlegen. Und wir stimmen kurz die Gestaltung der Fassade ab. Ich bin schon ganz aufgeregt, so professionell habe ich das ja vorher noch nie gemacht. An der Fassade wolltest du keine großen Änderungen, Ina, richtig? Die Farbe kann so bleiben, lila mag ich nämlich, aber so einen Rahmen, wie ihr den habt, den hätte ich auch gerne. Meinst du ein Fries? Vielleicht wie dieses? Ja, genau so in der Art. Okay. Und im Eingangsbereich? Da bin ich noch nicht sicher. Vielleicht Naturstein oder ein schlichtes Fliesenmuster oder so? Wenn du dir nicht sicher bist, können wir den Eingangsbereich auch später machen. Das ist jetzt nicht so dringend. Ja, das stimmt. Lass uns lieber die Räume planen. Wir beginnen am besten im Erdgeschoss, oder? Gerne. Ich mag ja so gerne Sonnenblumen und es wäre schön, wenn das Erdgeschoss in diesen Farben gehalten wäre. Ja, das sollte sich machen lassen. Die Tapeten und Böden in diesem Programm sind jetzt allerdings erstmal Beispiele. Ja, gut. Im Eingangsbereich möchte ich eine Garderobe haben und eine Sitzmöglichkeit. Wir werden ja nicht jünger. Ich glaube, das hängt nicht vom Alter ab. Es sieht mit einem Stuhl und Tischchen einfach viel gemütlicher aus. Stimmt. Was meinst du? Ist das so gut? Oh ja, das sieht toll aus. Okay, dann geht es weiter. Die Anschlüsse für Wasser und Abwasser liegen alle hier an dieser Wand, deshalb würde ich hier auch wieder die Küche hinsetzen. Ja, okay, schauen wir mal, wie das aussehen würde. Was hältst du von gelben Küchenmöbeln? Passt zur Sonnenblume, sehr gut. Genau. Möchtet ihr eigentlich die Sitzgruppe aus eurer Wohnung mitnehmen? Nein, bloß nicht. Die ist noch von Armins Mutter und die Stühle sind so unbequem. Verstehe. Dann vielleicht etwas in dieser Richtung? Das ist schon viel besser. Und einer der Stühle könnte noch im Flur stehen. Okay, den tausche ich eben. Ja, bitte. Wie stellst du dir denn das Wohnzimmer vor? Freundlich, das ist wichtig. Aber es soll auch etwas Besonderes haben. Wir könnten einen Kontrast bei den Wandfarben hineinbringen. Schau mal, das könnte ungefähr so aussehen. Und wie sieht das mit Möbeln aus? Na, schauen wir mal. Nehmt ihr eigentlich eure Möbel mit? Nur die Schränke. Okay, dann versuchen wir es einfach mal mit einem gelben Bezug für das Sofa und den Sessel. Möchtest du einen oder zwei Sessel? Ach, einer reicht. Ja, mit zwei Sesseln wäre der Raum wahrscheinlich auch viel zu schnell voll. Und so könnte es aussehen. Was meinst du? Super. Wir müssen das dann aber auch noch alles so bekommen. Wir können ja auch mal zusammen zu Furnish fahren. Das ist ein Möbelhaus ganz in der Nähe und die haben eine riesige Auswahl. Das klingt gut. Gut, dann lass uns mal ins Obergeschoss gehen. Hier wolltest du die Wand etwas versetzt haben, richtig? Ja, ein kleines Stück. Okay, die genauen Maße müssen wir später noch festlegen. Das können wir aber machen, wenn ich die Unterlagen für die Statik hier habe. Es sollte aber eigentlich kein Problem sein. Beim Badezimmer bin ich mir noch total unschlüssig. Auf jeden Fall möchten wir eine große Badewanne haben. Okay, dann lass uns erstmal nur grob die Aufteilung planen. Das reicht ja, um eine passende Badezimmereinrichtung zu finden. Ja gut, gibt es bei Furnish auch Bäder? Die haben alles. Super! So würde ich den Raum jetzt aufteilen. Die Toilette ist nicht direkt einsehbar. Das finde ich eigentlich immer ganz angenehm. Privatsphäre ist sehr wichtig. Die Badewanne ist auch schön groß. Ein Schränkchen hätte ich gerne noch für Handtücher und so weiter. So eins würde passen. Ja, schauen wir mal, was wir bei Furnish so finden. Das denke ich auch. Das Schlafzimmer hätte ich gerne in Rosé. Armin ist das egal und mir gefällt die Farbe so gut. Okay. Vielleicht in dieser Art? Ja, das sieht gut aus. Wobei Streifen müssen nicht unbedingt sein. Ein dezentes Muster wäre auch in Ordnung. Das Schlafzimmer habt ihr ja erst gekauft, oder? Ja, das ist erst ein Jahr alt. Ich glaube, diese Möbel sehen ungefähr so aus wie eure. Über dem Bett würde ich ein großes Bild aufhängen. Vielleicht magst du so etwas? Ah, das ist schön, ja.
So ein ähnliches Bild habe ich erst vor kurzem irgendwo gesehen. Mensch, wo war das denn? Ach, falls du es nicht mehr findest, wir haben erst vor kurzem ganz tolle Blütenmotive in Schöner Garten für eine Wohltätigkeitsaktion zusammengestellt. Stimmt, da habe ich so ein Bild gesehen. Bei den Tapeten schauen wir einfach mal, okay? Ansonsten würde ich sagen, wäre das Schlafzimmer erstmal fertig. Mir fällt gerade ein, wir haben noch gar keinen Platz für das Katzenklo vorgesehen. Das soll doch ins Bad. Gut, dass du das sagst. Ron und Bummel sollen ihr Geschäft ja auch in Ruhe erledigen können. Genau. Ja, Privatsphäre. Ich stelle es erstmal hier hin. Wo und wie genau es passt, müssen wir dann noch ausmessen. Was wollt ihr eigentlich mit den Räumen im Dachgeschoss machen? Im Dachgeschoss möchten wir gerne eine kleine Wohnung vermieten. Vielleicht als Einliegerwohnung oder auch als Ferienwohnung. Sollen wir dann einfach mal schauen, wie es aussehen könnte? Ja, das klingt gut. Wie genau wir es dann machen, können wir ja später noch entscheiden. Gut, dann plane ich mal ein, dass wir noch ein paar Leitungen und Anschlüsse nach oben legen müssen. Die Küche würde ich auch wieder an diese Seite setzen. Das ist weniger Arbeit und damit deutlich günstiger. Okay. Tische und Stühle könnten hier stehen. Und ein Sofa mit Schlaffunktion würde in diesen Bereich passen. Ja, sehr schön. Wenn euch das gefällt, könnt ihr hier auch einen Raumteiler setzen. Keine geschlossene Wand, die lässt die Räume nämlich kleiner wirken. Das ist eine tolle Idee. Auch die Farben gefallen mir ganz gut. Wollt ihr die Wohnung möbliert vermieten? Als Ferienwohnung muss sie ja möbliert sein, von daher würde ich sagen, dass wir das auf jeden Fall machen. Okay, dann sollten wir wirklich viel Zeit bei Furnish einplanen. Das glaube ich auch. Ja. Dann sind wir schon fertig. Ich schicke dir nachher ein paar Bilder und ein Video von der Planung zu. Dann kannst du sie nochmal mit Armin durchsprechen und wenn ihr Änderungswünsche habt, gebt ihr mir einfach Bescheid. Ja, dann kann ich auch nochmal eine Nacht darüber schlafen und ich bin schon gespannt, was Armin dazu sagt. Wahrscheinlich? Ach, du machst das schon. Diese Antwort bekomme ich von Nico auch immer. Typisch Mann. Ja, die beiden sind eben Vater und Sohn. Das lässt sich überhaupt nicht verleugnen. Ja. Dana, ganz vielen lieben Dank schon mal. Mache ich gerne. Gib mir Bescheid, wenn du zu Furnish möchtest. Okay, das mache ich. Tschüss. Bis dann. Tschüss und Grüße an Armin. Und an deine Familie. Ja, mit Ina geht sowas immer rucki-zucki. Mal schauen, ob wir bei Furnish genauso schnell fertig sind. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.